An meinem Job mag ich besonders, dass es vielfältig ist, dass man unterschiedliche Aufgaben hat und dass man viel in Kontakt mit anderen Menschen kommt. An meiner Arbeit begeistert mich vor allen Dingen die Arbeit mit den Menschen, viele verschiedene Menschen, ob jung, ob alt. Mein Name ist Hannah Maibaum und ich bin 26 Jahre alt. An der IST Hochschule für Management studiere ich aktuell den Masterstudiengang Richtung Prävention, Sporttherapie und Gesundheitsmanagement. Ich bin bei Miele, weil ich langfristig gesehen im betrieblichen Gesundheitsmanagement arbeiten möchte. Ich heiße Alina Alfes, bin 24 Jahre alt. Ich studiere einen dualen Master an der IST Hochschule für Management, den dualen Master Prävention, Sporttherapie und Gesundheitsmanagement und arbeite im Rahmen des Studiums bei Orthomobile, einer ambulanten Reha-Klinik. Mein Arbeitsalltag ist sehr variabel. Ich bin teilweise auf der Trainingsfläche und betreue dort unsere Patienten und unsere Kunden. Das Wichtigste ist mir eigentlich, dass ich es schaffe, die Menschen zu einem gesunden Lebensstil hinzuführen. Ich habe mich für den Studiengang entschieden, weil der relativ viele Bereiche abdeckt. Sie schreibt bei uns ihre Abschlussarbeit und kann für uns wissenschaftlich Themen ausarbeiten, was bei uns im beruflichen Alltag einfach von der Fülle der Zeit gar nicht machbar wäre. Zum einen haben wir Frau Maibaum dafür eingesetzt, bestimmte Kurse zu geben, einfach weil sie aus der Praxis kommt. Aber was für uns viel wichtiger ist, aus der Management-Ebene betrachtet, dass Frau Maibaum sehr umfassende Kenntnisse über den Präventionsleitfaden besitzt. Also auch gerade, wie gehe ich damit in der Praxis um, was muss ich beachten, berücksichtigen. Das Studium ist mit der Arbeit relativ gut vereinbar. Ich habe 4 Tage in der Woche, an denen ich arbeite und habe einen freien Tag, den ich immer auch zum Studium nutzen kann. Da kann ich die Videos, die Online-Tutorien und auch die Studienhefte vor der Arbeit, nach der Arbeit immer dann gucken, wo ich möchte und wann ich möchte. Ja, unsere Mitarbeiterin Alina Alfes ist zu mir gekommen und hat gesagt, sie möchte online studieren. Da war ich erstmal aufgeregt, weil ich das so in der Form nicht kannte. Aber sie hat mich davon überzeugt, dass die Hochschule der geeignete Partner ist, weil es ein duales Studium ist, wo man eben Theorie und Praxis effizient miteinander verbinden kann. Weil ich immer glaube, wenn man nur theoretisch arbeitet, man braucht einfach die praktischen Eindrücke, um die Dinge, die man lernt, irgendwie anzuwenden, um Fragen zu stellen. Ich glaube, dass das Studium anspruchsvoll ist, aber ich glaube schon, dass es sich gut mit dem Beruf vereinbaren lässt. Bei mir auf der Arbeit kann ich sehr viele Studieninhalte nutzen, da das Studium ja auch zweigleisig aufgebaut ist. Zum einen kann ich viele Bereiche aus der Trainingstherapie anwenden, aber auch Bereiche aus dem Managementbereich, in der Planung und Organisation, bei uns in der Therapieplanung. Das IST-Studium würde ich in jedem Falle weiterempfehlen, weil eben dieser doch enge Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis absolut verfolgt wird und im Ergebnis jetzt, wenn ich Frau Alfes betrachte, hat sie sich in den 2 Jahren stark weiterentwickelt. Für meine Zeit nach dem Master möchte ich auf jeden Fall weiter in der Gesundheitsbranche bleiben, möchte weiterhin Patientenkontakt haben, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, im strategischen Bereich mehr mitzuarbeiten, vielleicht irgendwann in der Zukunft auch mal ein eigenes Team zu führen, und da sehe ich meine Zukunft.